Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Mass Effect 3 und irgendwie ist mein Mikro ganz leise eingestellt, zumindest auf meinem Ohr. Jetzt ist alles wieder super. Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir versuchen jetzt... Das habe ich gerade vor. Also, was wollte ich jetzt sagen? Achso, wir wollten jetzt probieren, wie es ist, gegen Super-Elite-Gegner zu kämpfen. Aber ich habe natürlich nicht alle Buffs genommen. Ich glaube, die Schadensverstärkung und die Schildverstärkung für die Gegner könnte nach hinten losgehen. Zumal ich jetzt wieder gerade eine neue Aufnahmesession starte und meine Stimme gerade verliere. Aber wir testen es einfach mal. Wenn wir merken, oh, ist viel zu schwer. Warte mal. Ich gehe erstmal on this weapon. And then auf this weapon. Hier, ne? So, wo kommen die? Da kommen die. Okay. 3, 2, 1. Runde 1 beginnt. Mädel, geh in Deckung! Bist du eigentlich doof? So. Mich würde jetzt gerade mal interessieren, was denn da jetzt alles so kommt. Sowas zum Beispiel. Oh, fuck. Ah, ich liebe die Rohlinge. Okay, erstmal. Oh, hey du Arsch. Da ist jemand runtergegangen. Kann ich im Stehen? Kann ich den. Hallo? Okay. Ich weiß, dass ich jetzt gerade voll im Schussfeld bin, aber so. Ich muss mal gerade gucken. Da ist einer. Oh Gott, dass schon in der ersten Runde quasi Rohlinge auftauchen. Das gefällt mir gar nicht. Komm, dieses Scheißvieh. So. Okay, die Killserien sind jetzt nicht so der Hit. Nicht so existent, sagen wir mal so. Oh, Waffenverband. Okay, ja. Errungenschaften nehme ich immer gerne. Und das zweite Medipack. So, wo haben wir denn da einen? Da haben wir einen. Komm schon. Killserie. Könntet ihr bitte mal... Oh Gott, ey, das wird so anstrengend. Gleich habe ich keine Munition mehr. Runde 1 ist beendet. Runde 1 erst. Die Banshees, wann kommen die? Runde 2 schon? 4, 3, 2. Fuck. 1. Scheiße. 2. Okay, was kriegen wir da? Also auf jeden Fall schon mal Husks. Ah, fuck. Ja. Wie gut, dass der da hinten den ein bisschen ablenkt. Scheiße. Komm. Ich muss gerade mal ein bisschen Übersicht bewahren. Okay, der schießt auf mich, hat mich aber nicht getroffen. Okay, sehr gut, kriege ich den erwischt. Komm, den Arm. Komm, achso, der ist schon tot, okay. Aua! Okay. Der Rohling. Den will ich erwischen. Oh Gott, immer mehr Rohlinge. Ich habe gleich keine Munition mehr. Ah, na, 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 na. Das ist gut, dass sie die Rohlinge ablenken. Aber es sind krass viele. Scheiße, keine Munition. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. So, wie sieht's aus? Kann ich wieder zurück?
Da war auch eine Munitionsbox. Warum habe ich die nicht genommen? Nein, 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 nein. Okay. Erstmal gucken. Autsch. Ah, jetzt hat er mich schon wieder. Aber nur so halb. Oh Gott. Okay. Geht ihr mal bitte doch da vorne, ja? Ich gehe mal hier so in Deckung. Und schau mal, wie viele Banshees auf uns zukommen. Erstmal gucken. Nein, nein, du siehst mich nicht. Uah! Fuck, 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 lauf! Lauf, Mädel! Lauf, fucking lauf, 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 lauf. Okay, erstmal whoop, eben laufen, dann mal kurz gucken. Wo ist er hin? Da ist er. Okay, er kommt, er kommt, er kommt. Okay, er ist tot. So. Erstmal wieder Waffe wechseln. Okay, wo sind die Banshees? Okay, den habe ich auch erwischt. Da ist sie. Also eine. Killserie. Juhu, eine Killserie von einem oder so. Ach, fuck, schon noch einer. Nein, falscher Knopf. Ich wollte eigentlich nicht langsamer machen. Ist egal. Erstmal... So, der ist hin, ne? Vier, so. Komm schon. Nicht zu mir laufen. Mach die Hasts kaputt, bitte. Oh Gott. Das kam unerwartet. Okay, erstmal kurz in Deckung gehen. Krieg ich meine Barriere wieder, bitte? Das wäre unglaublich toll. Okay, komm schon. Haben wir nur die eine? Oh, I'm rolling. Okay, ich hab die Agro nicht auf ihn. Sehr gut. Komm schon! Oh, Leute, sterb mir doch nicht hier weg. Okay, jetzt kommt er. So, wo ist die Banshee jetzt? Ist sie weg? Nein. Oh Gott, da kommen ja noch mehr Rohlinge. So, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich höre sie doch. Oh Gott, ist das gruselig gerade. Wo ist sie? Wo ist sie? Nicht, dass sie gleich hinter mir kommt. Jungs und Mädels. Da vorne ist sie. Da ist sie. Das ist eine neue, okay. Oh Gott. Eigentlich wollte ich den anderen Skill benutzen. Gut, dass ich weit genug weg bin noch. Ah, das ist super, dass sie die Aggro auf der haben. Nein, das... Oh Gott. Komm schon. Aber wir haben nicht so viele Punkte gemacht, oder? Guck mal. Oh, doch! 20% mehr? Yes! Warte, das war doch... Oder war das 99.999? Warte mal. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Oder muss ich die zehnfache Menge davon kriegen? Nee, guck mal, da steht diese Nummer.
Hahaha, wir haben es geschafft. Oh Gott, das hätte ich jetzt niemals erwartet. Nein, nicht erneut versuchen. Wir nehmen das mal an. Simulierter Held. Ja, das war ja easy. Mensch, hätte ich das gewusst, dass ich so viele Punkte quasi mit Elite-Gegnern mache, dann hätte ich die immer direkt genommen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Haben wir eigentlich jetzt beide... haben wir jetzt beide gemacht? Wir haben... ungewöhnliche Punktzahlen. Treten Sie... Eigentlich habe ich das doch gemacht, oder? Treten Sie in einer Arena auf der Citadel gegen einen Sniper-Elite-Gegner an. Arena auf der Citadel. Wir sind doch auf der Citadel. Arena auf der Citadel. Ach so. Arena auf der Citadel. Lass das hier ein Level von nehmen. Also sowas hier, oder was? Armix Classic? Ich meine, wir sind doch auf der Citadel. Nee, wir gucken mal gerade. Warte. Geh mal hier weg. Geh mal. Nee, ich möchte dann... Komm, wir machen mal... Lass mal Primeval. So, was haben wir denn? Oh Gott. Danke, dass Sie die Punktanzeige gesprengt haben. AAA, Abteilung für Informationstechnologie. Commander Shepard, als ich hörte, Sie hätten die Punktanzeige gesprengt, dachte ich zunächst, Sie hätten einen weiteren Bug entdeckt. Aber ich habe mir den Kampf noch einmal angesehen und bin wirklich tief beeindruckt. Ja, genauso wie ich. Wir hatten Tests mit kroganischen Kampfmeistern, die versucht haben, 10.000 Punkte zu erreichen, aber keiner hat es geschafft. Ja, das, die sind ja auch nicht ich, ne? Keiner hat es geschafft, sie jetzt irgendwie schon. Ja, ich irgendwie schon. Wie auch immer ich das geschafft habe. Es wird eine Weile dauern, bis wir unsere Systeme so umgeschrieben haben, dass sie höhere Punktzahlen unterstützen. Ach, lasst euch Zeit. Aber wenn jemand das Unmögliche schafft, ist das die Mühe mehr als wert. Ich habe versucht, unser Management dazu zu bringen, ihnen etwas für diese Leistung zukommen zu lassen. Leider haben wir dieses Jahr kein Budget mehr. Oh. Aber wir haben bei dem Angriff auf die Citadel einige Panzer... Anzüge erbeutet. Die Forschungsabteilung braucht sie nicht mehr. Und jetzt warten sie auf ein neues Zuhause. Was halten sie von der Panzerung eines Cerberus-Phantoms? Oh. Danke fürs Spielen, Commander. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass mir das genauso viel Spaß gemacht hat wie denen. Also ich weiß nicht, wie viel Spaß es denen hier gemacht hat, aber mir hat es doch sehr viel Spaß gemacht. Sie haben meinen Highscore geschlagen. Ich habe gerade eine kleine automatische Nachricht bekommen, in der steht, dass jemand meinen Highscore geschlagen hat. Und zwar Sie. Sie mussten noch Salz in die Wunde streuen. Was, Commander? Wie wär's? Ein Rückkampf, wenn diese ganze Kriegsnummer vorbei ist? James. James? Der hatte doch gar nicht so einen hohen... Naja, egal. AAA, Abteilung für Informationstechnologie. Commander Shepard, unsere Analyse Ihres Simulator-Tests hat zu einem interessanten Ergebnis geführt. Anscheinend sind doch nicht speicherintensive Kreaturen das Problem. Wir vermuten jetzt, dass die ungewöhnlichen Punktzahlen auf einen Fehler im Code zur Bonuserzeugung zurückzuführen sind. Können Sie wohl für uns zu Testzwecken einen Kampf bestreiten, bei dem Sie zur Bonusmaximierung sämtliche Handicaps aktivieren? Aus offensichtlichen Gründen sollten Sie das bei eher schwächeren Gegnern ausprobieren. Ja, das kriege ich hin. Das mache ich noch. Machen Sie einen Wunsch wahr. Von Manava Tkana. Sehr geehrter Commander, vielen Dank. Meine Tochter sagt immer, dass Sie den Unterschied zwischen Soldaten und Helden personifizieren. Ich weiß nicht, was sie damit meint. Wir werden Sie nie vergessen und auch nicht, was Sie für uns getan haben. Warte, was? Meine Tochter... Warte mal. Von Manava Tkana. Warte, ich muss den Anfang von... Also die Anfangsnachricht möchte ich gerne lesen. Haben wir der Tochter geholfen, ja? Ja. Hä. Manava Tkana, okay. Keine Ahnung. Aber meine Tochter bewundert sie. Vielleicht... Ist das ein Bug? Weil ich meine, das ist eine andere. Aber da geht es auch um die Tochter. Egal, ich lese mir mal das durch. Von Verin Silvosus. Commander Shepard, meine Tochter Pelas und ich haben gestern Abend den Kampfsimulator-Download eingeschaltet. Und ich war sehr überrascht über ihre Teilnahme. Pelas ist von Menschen fasziniert. Und ich finde es gut, wenn sie auch Vorbilder hat, die keine Turianer sind. Falls sie...
allerdings jemals in Versuchung geraten, sich einen größeren Skandal zu verstricken zu lassen. Meine Güte. Wie so viele Prominente, dann bedenken sie, dass unsere Familie zu ihnen aufschaut. Bis dann machen sie sie fertig. Oh. Okay, das war's, aber vielleicht war's das? Keine Ahnung. Hm. Okay, der Bruder. Unsere Liebe für die Ewigkeit. Interessant. Hm. Also ich habe leider nicht alles gelesen. Das war echt doof. Achso, hier sind noch mehr. Nee, das hatten wir aber. Wir hatten unten angefangen, ne? Machen Sie einen... Ach, hier, guck mal da. Manava Tekana. Sehr geehrter Commander, ich hoffe, Sie gewähren mir eine Minute Ihrer Zeit, denn ich bitte nicht um eine Spende, sondern wende mich als Mutter an Sie. Heute, vor einem Jahr, wurde bei meiner Tochter Lati ein Gehirntumor diagnostiziert. Oh nein. Nach endlosen Tests haben die Ärzte das bösartige Gewebe schließlich mit mikrochirurgischen Maschinen entfernt. Ihre Chancen stehen recht gut, aber sie erholt sich nur langsam und kann Arm und Beine nach wie vor nicht richtig benutzen. Lati sollte früher immer eine Jägerin sein. Nee, wollte früher immer eine Jägerin sein, aber jetzt fürchtet sie, dass sie diesem Traum niemals näher kommen wird. Als sich die entsprechenden Kämpfe in den Simulatoren auf der Citadel anzusehen. Sobald sie hörte, dass Commander Shepard dort antrifft, wusste sie sofort, was sie wollte. Zur Citadel reisen und sie live erleben. Eine kleine Wohltätigkeitsorganisation namens Traumhilfe hat sie hergebracht und jetzt haben wir eine kleine Bitte an sie. Kämpfen Sie im Simulator gegen die härtesten Reaper-Gegner und widmen Sie den Kampf der Traumhilfe. Vielen Dank, wir werden zusehen. Oh, okay, das finde ich süß. Oh, sehr geehrter Commander, vielen Dank. Meine Tochter sagt immer, dass sie den Unterschied zwischen Soldaten und Helden personifizieren. Jetzt weiß ich, was sie damit meint. Oh, jetzt ist mein Herz aber ein Sprung weiter. So, das habe ich auch noch nicht gelesen, oder? Team der Armex Arsenal Arena. Commander, in Ihrem Posteingang sind heute außergewöhnlich viele Nachrichten eingetroffen. Es gehört zu unserem kostenfreien Service für Top-Athleten, eine virtuelle Intelligenz abzustellen, die ihre Fanpost, Spam und andere häufige Mailmuster verwaltet. Derart markierte Nachrichten werden in einen separaten Ordner abgelegt, nicht in ihrem AAA-Postgang. Wir sehen uns in der Sim. Wo denn? Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nur die ganzen Kampfmodifikatoren aktiviert haben, ja? Warte, ich gehe mir mal kurz meine Rüstung abholen. Huch, ach, ich muss hier erst... Okay, dann gehen wir natürlich hier auf... Komm, wir machen mal Geth und Fußsoldaten. Und hier machen wir jetzt Sis One. Jetzt frage ich mich natürlich, das hier, muss das auch aktiviert sein? Ja, da hatten wir das ja. Okay, warte. Wie komme ich hier raus? So. Nochmal kurz nachlesen. Wobei alle Kampfmodifikatoren aktiviert sein müssen. Also auch das, was uns hilft. Guck mal, Shepard! 9999! James Vega haben wir doch schon lange übertroffen. Das ist ja schon was länger her. Also wirklich. Also. Ich habe gehört, es gibt einen neuen Highscore. Ja, guck mal da. Es gibt einen neuen Highscore. Warte, wo muss ich hin für die. Kriege ich die hier? Panzerungsset. Kriege ich beide? Kriege ich alle? Kriege ich das alles? Schattenp, Albtromp. Und Kampfgeist. Panzerung. Okay, was? Falls ich nur eins kriege. Moment. Nahkampfschaden, Munitionsgefälle, Waffenschaden, Kraftschaden. Munitionsgefälle, Kopfschussschaden, Waffenschaden, Schild, Regenerationszentrum oder Schilde. Dann würde ich sagen, ich nehme das. Okay. Ich kann nur eins, ne? Ja, gut. Dann ist ja gut, dass ich mich entschieden habe. Gut. Dann machen wir mal eben noch das eine. Und dann gehe ich nochmal nach Hause und... Nee, dann gehen wir... Wir müssen eigentlich noch in das Casino nach oben gehen. Wir haben Rex noch nicht getroffen. Guck mal gerade. Ansonsten haben wir ja hier niemanden mehr. Aber wir müssen nochmal in das Casino nach oben, weil da angeblich ja Rex ist ohne eine Nachricht.
Und dann können wir die Party machen. Und dann können wir schon die letzten Quests anfangen. Oh mein Gott. Kampfabend in der Amex Arsenal Arena. Woo! Okay. Oh, diese Musik werde ich ja sowas von vermissen. Boah, jetzt, was haben wir? Geth, ne? Barrieren und Schilde, komm, wir machen mal. Ich glaube, die haben Barrieren, oder? 5, 4, 3, 2, 1, Runde 1. Huch, oh Gott. Ey, guck mal, da sind böse. Aua! Ach, scheiße. Ich vergaß. Wir haben ja diesen tollen... Aua! Aua! Kannst du bitte mal... Mädel. So. Kann ich? Ich will mal das ausprobieren hier, dieses... Dingens... Kirchens. Da ist einer. Wow! Ja, viel abgezogen gekriegt. Das ist wirklich gegen die Geth ganz praktisch. Dann holen wir uns wenigstens noch den Bonus, auch wenn es jetzt nicht so wichtig ist. So, wo kommen die? Da kommen die schräg. Schräg gegenüber. Komm, das schaffen wir aber. Hui. Bamsi. Hey, oh Mann, ich hasse es. Da ist einer. Oh nein, jetzt kommen diese blöden Raketenschießer hier. Ihr macht das schon, ne? Okay, ich habe hier total die schlechte... Oh, fuck. Okay. Das ist ganz schlecht gerade. Ist der hin? Ja, der ist hin. Okay. Ich hätte gerne ein Schild zurück. Ganz ehrlich... Kriege ich so mein Schild zurück? Kill-Serie. Ich hätte doch gerne mein Schild zurück. 3. 2, 1, 0. 4. Komm schon. 6. Bims. Aua. Ende von Runde 2. Jetzt sterbe ich noch bei sowas Leichtem. 4. Wie soll ich... Was soll ich machen? Ich gehe mal hier so hin. Ich verstecke mich mal hinter dem Baum. Aua! Hey, du Arsch. Immerhin machen wir auch viel Schaden. Aua! Beweg dich nicht so schnell. Arsch. Aua! Dass ich den nur erwischt habe. Oh, fuck. Hey, du Arsch. So. Nee, okay, geht noch. Da versteckt sich einer. Ich hätte echt persönlich nichts gegen einen Schild. Der Kampf ist beendet. Hä? Waren das nur zwei? Ach so, das war schon die dritte Runde. Krasser Scheiß. Boah, guck mal, wie viele Punkte wir gemacht haben. Immerhin, ne? Fast 4000. Okay, das ist, also ist schon mal Silber. Dafür, dass wir leichte Gegner gehabt haben, ne? Dieser Kampf wird Ihnen präsentiert von Rosenkopf Materials. Verschafft Vorteile im Einsatz oder einfach nur entspannte... Was? Entspannte was? So. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, ob wir... jetzt noch ein Quest kriegen. Speicherleck isoliert. Von AAA. Abteilung für Informationstechnologie. Commander Shepard, es gibt interessante Neuigkeiten. Das Speicherleck hat mit den Punktezahlen überhaupt nichts zu tun. Schuld ist vielmehr ein Programm, das im Hintergrund läuft und Ressourcen abzieht.
Wir sind uns über das Gesamtausmaß der dadurch verursachten Fehler noch nicht im Klaren. In unseren Büros kursiert bereits der Witz, dass unsere Arena auf einer alten Begräbnisstätte der Proteaner erbaut wurde. Ist das irgendwie eine Anspielung auf eine alte Indianer, einen alten Indianerfriedhof, bla, ja? Jedenfalls müssen wir einen Live-Test durchführen, um mehr herauszufinden. Treten Sie bitte auf der Spin-Zone-Karte gegen Elite-Geth mit aktivierten, verbesserten feindlichen Schilden an. Wir glauben, dass wir dadurch am besten ermitteln können, was das eigentliche Problem ist. Oh Gott. Als Vorsichtsmaßnahme legt dieser Nachricht eine Verzichtserklärung bei, die Sie bitte unterschreiben möchten. Es gibt nur eine Formalität, um zu verhindern... Es ist nur eine Formalität, um zu verhindern, dass Ihre Angehörigen uns verklagen. Okay, also Spin Zone, Elite Geth, aktivierte, verbesserte, feindliche Schilde. Okay, also Spin Zone, Geth. Achso, hatten wir ja schon. Elite. Zum Glück nur die. Und hier müssen die... Zip. Verbesserte feindliche Schilde. Guck mal, machen wir mal so. Da geht's ja jetzt nicht mehr um die Punkte. Ich gehe davon aus, dass das reicht, ne, oder? Treten Sie auf der Spinzone-Karte gegen Elite mit verbesserten feindlichen Schilden an. Okay, also das steht nicht, dass wir uns auch buffen dürfen. Deswegen nehme ich jetzt wirklich nur das. Verbesserte feindliche Schilde. Und das, dann haben wir plus minus null. Sind damit zufrieden. Komm, das schaffen wir noch. Easy peasy, Elite-Gegner. Psst. Die friss ich zum Frühstück. Pff. Nein, mach ich nicht. Mal gucken. Ich kenne diese Spin-Zone-Karte. Also ich war da auf der, aber... Fehler. Feedback Sicherheitsstufe bei null. Warnung. Feedback ist bei tödlicher Stufe. Bitte verlassen Sie die Kampfarena. Was? Okay. Ja, das sieht nicht so aus, als sollte das so sein. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Huch. 5, 4, 3, 2, 1. Runde 4. Wie Runde 4? Was ist denn ein Prätorianer? Haben wir die schon mal gehabt? Was sind das für Viecher? Der hat gerade einen gefressen! Das... Boah! Kill-Serie 3. Ah, was ist das denn? Ah. Ein Prätorianer? Perversionen, ja? Ja, perversen Perversionen. Okay, wo sind meine Jungs und Mädels? Ey, der lebt ja noch. Das war nicht so gut. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Was ist hier los? Ich... Oh Gott! Nein, 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 bleib da, Mädel. Ist nur einer, ne? Fehler 404. Kommentar nicht gefunden. Input eingeben. 5, 4, 3, 2, 1. Runde 4. Schon wieder Runde 4. Ich sollte vielleicht gezielter schießen, wenn ich jetzt mal spontan behaupten. So, Geth war ja das hier. Oh Gott, ey. Ich hoffe... Oh!
auch irgendwie Kopfschaden? Aua. Aua. Okay. Wo schießt da einer? Ach, da. Oh Gott. 4, 3. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, lass mich wieder hoch. 1, Runde 4. Warte mal, das ist aber kein Gas. Das ist Cerberus. Dragoner? Okay. Ah, aus, nein, warte, aus, pfui, stopp. Warum fliegt der Atlas da rum? Ist er da hochgesprungen? Was ist denn mit dem kaputt? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Augen auf, ich komme! Da ist ja noch ein Atlas! Meine Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Darf ich? Bin ich fertig? Arena Natürlich 4. nicht.